Die Etappen der beiden nächsten Kontrahenten für sie. Und jetzt warten wir auf Kornel Zapatka, wie er zum Ring kommt. Instruktionen. Die Instruktionen von der Ecke. Dann die obligatorische Karten in Behandlung von unserem Kapitän Roland Eicher. Warten wir auf seinen Gegner aus der roten Ecke, den Lokalmatador Tarhan, der Hulk Ibragimov. Und hier kommt doch schon Tarhan Ibragimov. Letzte Instruktionen von den Coaches von der Ecke. Obligatorische Cutman-Behandlung noch. Und dann starten wir auch schon in den leichten Schwergewichtskracher des heutigen Abends zwischen Tarhan Ibragimov und Kornel Zapatka. Gleich los mit dem Kracher des heutigen Abends. Ibragimov gegen Zapatka. Hier gibt es nochmal die letzten Instruktionen vom Ref. Und dann starten wir auch schon in die erste von 3x5 Minuten Runden. Und los geht's. Hat
Zapatka versucht hier gleich einen Takedown zu shooten, aber Ibrahimov bekannt für sein starkes Ringen. Jetzt gibt es hier gleich hartes Ground and Pound. Zapatka wehrt sich hier gar nicht mehr. Muss hier auf jeden Fall aktivere Gegenwehr setzen. Ja, hier dürfte es eine kleine Kommunikationsschwierigkeit gegeben haben. Etwas seltene Situation hier. Und das war eine sehr, sehr kurze Angelegenheit hier für Ibrahimov. Und sehen Sie sich hier das Gesicht von Zapatka an. Diese Schläge, das Ground and Pound, das sieht aus, als wäre es nicht so stark, so schwere Treffer, aber hier sieht man es am Gesicht. Obwohl die Deckung da ist, da gehen wir hier wie ein Presslufthammer auf seinen Gegner ein. Dann warten wir jetzt noch auf die offizielle Urteilsverkündung durch den Ringrichter, durch den Ringsprecher Rob Steamhammer. Dann kündige ich Ihnen schon den 13. Kampf des heutigen Abends an. Wir bleiben im Pro-MMA-Bereich, im Schwergewicht. Der roten Ecke Fatih Aktaş vom Team Aktaş gegen die blaue Ecke Miloš Panić vom Knežević Fight Team. Beide Kämpfe Gewicht gemacht. Aber vorher haben wir noch eine kurze Pause nach diesem Fight. Und dann melde ich mich auch wieder für Sie zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich ersuche auch um einen sportlichen Applaus für seine Gegner Kornel Zapatka.